السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم liebe Geschwister. الحمد لله الله عز وجل stellt euch direkt heute direkt am ersten Abend auf die Probe und ihr müsst ja nie sozusagen abends fasten. Ja, viele haben vielleicht jetzt Hunger, aber subhanallah, die Brüder stecken ja nie im Stau und brauchen noch ein bisschen. Und inshallah, ihr müsst warten, wir müssen alle warten. Inshallah haben wir Sabr bi'idhnillah. Und inshallah machen wir jetzt, fangen wir an mit einem Quiz. Inshallah. Und wie gesagt, es gibt ja nie diese heiß begehrten Koranübersetzungen, die man nicht so oft findet. Okay, wir fangen an, inshallah, mit einer leichten Frage. Huria, Kali, Kali. Bismillah, sag du inshallah. Sag. Nein, nein, sag. Schämisch. Okay, wir fangen an mit einer leichten Frage. Und es gilt, nicht direkt reinrufen. Die erste Hand, die ich oben sehe, inshallah, ich nehme die dran. Okay, ganz leichte Frage. Hm? Inshallah, ich versuche so. Ich nehme dran, inshallah. Der Bruder nimmt dran, inshallah. Welche Sura hat zwei Niederwerfungen? Surat al-Hajj. Richtig. Und wer sollte das wissen? Ein Konvertit? Ein Konvertit. Schämt euch, schämt euch. Und ich sage euch was, ja? Ich weiß, warum es die meisten nicht wissen. Ohne jemanden nahe treten zu wollen. Hä? Naam, tayyib, inshallah. As-su'al yani? As-su'al yani? Bidnillah, inshallah. Diese Sache weiß man nur dann nicht, wenn man nicht oft Koran liest. Ja? Ich will keinem nahe treten, aber derjenige, der Koran oft liest, der weiß das 100%. Ganz schnell kommt das. Deswegen habe ich auch gesagt, leichte Frage. Aber leichte Frage für diejenigen, die Koran rezitieren und nicht den Koran, ja, nie so ausgewandert sind vom Koran. Ungefähr wie Allah sagt im Koran. Tayyib, inshallah. Nächste Frage, stellst du? Soll ich die eine stellen? Ich weiß nicht. Okay. Wer ist in unserer Gemeinschaft im Islam? Wer ist der Schnellere? Wer ist der Amin al-Umma? Er war der Schnellste. Allahu Akbar. Hast du verstanden die Frage, ne? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Der Prophet sallam zeichnete ihn aus, dass er der Vertrauenswürdige dieser Umma ist. Er sagte, jeder Prophet oder jede Umma hat einen Vertrauenswürdigen und der Vertrauenswürdige unserer Umma ist Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiallahu anhu. طيب, nächste Frage. Das ist ja? sehr, kennen die, glaube ich, nicht. Ne? Doch, das kennen die, inshallah, kennen viele, weil es eine der schönsten Geschichten ist. Wer war der Sahabi, der bekannteste von den dreien, die nicht zur Schlacht rausgegangen sind? Surat Tauba erwähnt. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Allah. Falsch. Falsch. Wer hat gerufen? Ka'b ibn Malik? Du? Richtig, aber auch kriegst du trotzdem nicht. Kein Benehmen. Keine Gehorsamkeit. Also ich vergebe ihm, aber wer? Somaliland, Mogadischu entscheidet heute. Ich glaube nicht, Allah. Naja, verzeih mir. Ja, Taib, dann nächste Frage, oder? Der hat schon verraten, oder? Die nächste Frage. Ach so, wir müssen eigentlich bestimmt die Schwestern jetzt mit reinbringen, sonst kriegen wir gleich Post. Sollen unter sich Quiz machen. Sollen unter sich Quiz machen? Wer hat das gesagt? Taib, wir stellen inshallah zwei, drei Fragen für die Schwestern. Drei Fragen für die Schwestern. Und müssen sie unter sich machen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, Jani. Wer zuerst aufzeigt und das Richtige sagt, inshallah,
bekommt dann gleich einen Koran. Also wir geben die Koran inshallah einfach rein und dann sollen die das unter sich machen, ja, inshallah. Eine Frage für die Schwestern, ja? Wer ist, genau, weil wir dabei sind, wer ist die, was hast du gesagt? Das ist zu einfach, aber wir machen was Ähnliches. Wer ist die schönste Frau, die Allah erschaffen hat? Gut, dass du es weißt, aber du bist auch keine Frau, ja, Achi. Nein, die Frage ist für die Frauen. Wer ist die schönste Frau, die Allah erschaffen hat? Und die zweite Frage an die Frauen ist, wer kann... Haben wir nur die Koran oder haben wir noch einen? Wir haben noch 20. Nur Koran, ne? Taib. Welche Schwester kann alle vier Frauen aufzählen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt hat, in dem Hadith, in dem er sagte, von den Männern sind viele vollkommen geworden. Ja, die vollkommene Persönlichkeit, vollkommene Männer, vollkommener Iman. Von den Männern sind viele vollkommen geworden und von den Frauen sind es vier. Und er nannte vier Frauen. Ja, das ist die zweite Frage an die Frauen. Und die dritte Frage an die Frauen ist... Ist mehr Ehe erlaubt? Ist zu einfach, oder? Nee, das ist zu einfach. Drei Bücher für die Antwort. Für die letzte Frage? Für die letzte Frage drei Bücher. Die Schwester, die letzte Frage richtig beantwortet, kriegt sogar drei Korane, sagt der Bruder. Nee, eine andere Frage, ja? Was? Für die Schwestern? Nein. Für die Schwestern. Okay, eine leichte aus dem Koran. Okay, eine leichte aus dem Koran. Welche Sura im Koran trägt den Namen vom Koran selbst? Einen Namen vom Koran selbst. Okay, das sind die drei Fragen für die Schwestern. Dann machen wir inshallah weiter. Inshallah, könnt ihr schon mal, kannst du bitte, einer von den Jungs, kannst du bitte drei Korane rüberbringen? Kannst du den Schwestern geben, inshallah. Und wenn keiner das wusste von den Schwestern, dann sollen die Bescheid sagen, dann kriegen die noch eine Frage. Inshallah ta'ala. Okay, an die Brüder. Okay. Jetzt wollen wir inshallah jemanden haben, der uns, yani wie ihr wisst, gibt es sieben Leute am Tage der Auferstehung, sieben Arten von Menschen, die werden unter dem Schatten von Allahs Thron sein. Ja? Und ich will jetzt keinen hören, der mir sagt, ja, ich kenne einen und ich kenne zwei und ich kenne fünf. Ich will nur einen hören, der alle sieben sagt. Und nicht, ich kenne fünf und den Rest habe ich vergessen. Alle sieben. Ohne mit der Wimper zu zucken. Mit der Reihenfolge? Reihenfolge ist egal. Kennst du? Kennst du? Bismillah. Einmal der gerechte Herrscher. Mashallah. Derjenige, der so gespendet hat, dass seine Linke nicht von seiner Rechten wusste. Derjenige, der was? Der mit seiner Rechten so gespendet hat, dass seine Linke nicht wusste. Was meinst du damit? Also der gespendet hat. Und also mit Ikhlas gespendet. Mit Ikhlas, okay. Dann derjenige, den sein Herz an der Maschine befestigt. Dann zwei, die sich für Allah lieben und auch mal was, also zusammenkommen, wieder auseinandergehen. Dann derjenige, also der Junge, der Jugendliche, also der immer der Junge ist und seine Jugend in Islam also verbringt. Fünf haben das. Dann derjenige, Moment, ich komme gerade nicht. Dann derjenige, der, wenn eine Frau sagt, also wenn eine Frau ihn verführen will und er sagt nein. Und dann ist es derjenige, der weint, der fissabillah weint. Allahu Akbar, mashallah. 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 Der hat die mashallah alle gewusst. Und das, diesen Hadith müssen wir eigentlich alle kennen. Weil wir alle, wie wir hier sind, alle gerne unter dem Schatten von Allah Azza wa Jalla sein werden, am Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinen Schatten. Und wir wiederholen das, damit das inshallah zum Nutzen der anderen Geschwister auch ist oder der Schwestern. Hat jemand einen Akku für das Handy? Ich glaube, da stört uns jemand jetzt hier. Ja, oder? Ich brauche einen Akku. Ich gebe dir das Akku wieder zurück. Also, Nummer 1 ist der gerechte Herrscher. Subhanallah, und der Prophet hat ihn sogar als erstes genannt. Der gerechte Herrscher. Warum? Weil die Herrscher meistens was sind? Ungerechte, schlimme Verbrecher,
Mörder. Warum redest du über die Herrschaft? Naam. Man muss gut sprechen. Der gerechte Herrscher. Dann derjenige, der, wenn er spendet, so viel Aufrichtigkeit besitzt und nur für Allah alleine spendet, sodass sogar seine linke Hand nicht weiß, was die rechte gerade gibt. Ja, er verbirgt das. Er möchte, dass nur Allah das alleine weiß. Aber ich, wir sehen es. Der dritte ist, den er genannt hat, das war ja nicht die Reihenfolge genau, ne? Deswegen, okay, dann ist egal. Auf jeden Fall einer, ein Jugendlicher, der seine Jugend verbracht hat in Gehorsamkeit von Allah, auf dem Wege Allahs. Deswegen, liebe Geschwister, ihr, die noch jung seid, ihr habt noch die Chance, das zu machen, was viele andere nicht geschafft haben oder nicht schaffen können. Weil viele erst später zu Allah zurückgekommen sind und nicht rechtschaffen waren. Aber nur derjenige kann diese besondere Gunst genießen, derjenige, der noch selbst jetzt jung ist, dass er auf dem Weg Allahs bleibt. Der vierte ist derjenige, den eine besondere Frau und eine schöne Frau verführt und er dann sagt, ich fürchte Allah. Er hat ein Angebot und nicht von irgendeiner Frau, sondern von einer besonderen, eine edle Frau, eine ehrenhafte Frau und eine schöne Frau. Und er sagt, in dem Moment, wo er eigentlich es machen kann, sagt er, ich fürchte Allah. Und derjenige, der, wenn er Allah alleine gedenkt, sein Auge tränt, weint, Furcht aus Allah oder Liebe zu Allah. Ja, wenn er zum Beispiel Koran rezitiert, Koran hört, über Allah nachdenkt, über die Strafe nachdenkt und so weiter. Und im Hadith steht, wenn er alleine ist, ungefähr, yani. Warum? Weil wenn man unter den Menschen ist, manchmal, yani, kann das auch nicht mit Aufrichtigkeit passieren. Und das zählt bei Allah Azza wa Jalla nicht. Es zählt, wenn es mit Aufrichtigkeit ist. Wie viele haben wir genannt? Fünf? Da haben wir schon. Haben wir fünf oder sechs genannt jetzt? Sechs. Keiner mitgezählt. Khamsa? Taib. Und dann zwei Männer, die sich für Allah lieben. Zwei, die sich für Allah lieben. Und sich deswegen, wegen dieser Liebe alleine treffen und wieder auseinandergehen. Nur für Allah Azza wa Jal. Weil die sich für Allah lieben. Und der letzte ist. Ist ein Herz an der Moschee. Genau. Mashallah. Einer, ein Mensch, dessen Herz an die Gotteshäuser geknotet ist. Ja? Und eine starke Verbindung zu der Moschee hat. Und sich nur in der Moschee richtig wohlfühlt. Einer, dessen Herz an den Moscheen hängt. Na, hat er schon bekommen. Ja, die nächste Frage ist über das okay, ihr wisst ja, es gibt 10 Leute, die haben Jackpot bekommen. Jackpot, eine Freikarte fürs Paradies. Wegen ihrem Iman, wegen ihrem Glauben, wegen ihrer Rechtschaffenheit, wegen ihrer Aufopferung für Allah und seinen Gesandten und den Islam. Wer nennt uns 8 Namen von ihnen? 8 Namen. Bismillah. Und nicht 7, 8. Erstmal waren es die Khulafa Ar-Rashidin. Tayyib. Hier steht, nennen Sie? Bitte? Ich muss sie auch nennen. Also Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Dann Sa'd wa Sa'id. Sa'd und Sa'id, gibt es viele Sa'd und Sa'id. Okay. Sa'd wer? Abu Ubaid ibn Zubrah, Abdurrahman ibn Auf. Sechs. Sechs. Weißt du die Nachnamen oder die ganzen Namen von Sa'd und Sa'id? Oder jemand anders noch von den 10, ist egal. Der 10, wo ist der 10? Ja, der ist auch noch 9, ist auch noch da verschwunden irgendwo. Wer kann Ihnen helfen? Sa'd ibn Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, richtig? Talha ist richtig? Sehr gut, das ist schon 8. Zubair ibn al-Awwam, richtig? Genau, 9.
Das waren 8 jetzt, das waren 8. Also eigentlich, du musst jetzt eigentlich ein Buch bezahlen für jemand anders noch. Wie viel kostet? Nein, Spaß, Spaß. Okay, also... Das kriegen? Allahu alam. Was sagen die, soll er das kriegen mit 6? Masha'Allah, die können nicht. Masha'Allah, die sind barmherzig. Okay, dann bekommst du es, inshallah.